Digital revolution is the fire starter for a crisis in the current times. And with this, please welcome Professor Dr. Nico Precht. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. A warm welcome. Für die freundliche Einladung zur Remote Chaos Experience. I want to say thank you for the invitation. The title of my talk will be Globalization, Digitalization and Question on Growth. This will be the setup of my task. First, I want to give a short overview over the debate on sustainability and then about the crisis in growth dynamics and growth in general. I have to tell you something about three layers of the growth question. Dabei handelt es sich um ein geordnetes Programm. I want to tell you about an ordered program to reduce the or to fade out the growth ideology. Zwei Ebenen erfolgen mit Suffizienz ist gemeint, eine Perspektive zu entwickeln für den Zusammenhang zwischen. So, there needs to be a new concept. It's called sufficiency, where you reduce your consume and graduell zumindest globalisiert und deindustrialisiert ist. Das heißt, die in gewisser Weise zur Konsequenz hat, dass aus Konsumenten sogenannte Prosumenten werden. Ich spreche hier in diesem Zusammenhang von die Zeit dann noch auf mögliche Transformationsszenarien eingehen. Zur aktuellen Situation wäre zu sagen, to the current situation with regards on the country overshoot day, lots of countries on this planet live over their resources. The overshoot day concept is based on that for each year there is a limited amount of resources. So every country has a budget on resources and has a budget on sinks and sources of resources. And if you look when this budget is depleted for each country, which should be enough till the 31st of December at 0 o'clock, then you see that Germany already reached this point at the 4th of May. And with the data which is published every year, you see that this date is moving towards the beginning of the year. The most problem of this all is the climate change, where you can see how you can see here how the temperature is changing over the months of the year, and we see that this development is strongly going forward to the 1.5 degrees Celsius above the former average, and we are really moving fast to this threshold, and maybe we'll soon be between 1.5 and 2 degrees Celsius. We need to act on this now. And thereby we enter the sustainability debate. Erleben wir, dass das Konzept des sogenannten grünen Wachstums oder des Green Growth oder der Green Economy. So the debate is dominated by the concept of green growth in the media and in science. This means that the current model of consumerism and well-being, mobility and so on, is not meant to be reduced or modified structurally. So the contents,
the goods must be modified, that the model that is based on growth should be made more green in a sustainable manner. So this is what is meant by green growth. This transformation, the ecological efficiency is one strategy or partial strategy, renewable energy resources, and the biological circles. In contrast, we can see a sustainability debate which is critical of the principle of growth. So this is a new concept which refers to a very different concept of well-being. It's a type of cultural change. And we do not have a model of intersection here with the traditional growth model, which would suggest that the industry can continue to grow. In contrast, we have a logic here which is presented as a model that is compatible with thermodynamics, so nature and physics cannot be negotiated with, and that means the society must be embedded in its entirety in the ecological limits. And the economy is a partial system, a subsystem of society, and is not an end in itself. So, to satisfy the needs of the people is the purpose of the economy in this critical approach. So, the partial self-supply and exiting a globalized supply of goods and services is part of this. So if we look at the decoupling strategy and the paradigm of green growth, there are so many empirical and conceptual contradictions that this is not an option, but one after the other. I want to provide another way of critique of growth, the impossibility of green growth. So this level, which I would like to describe first, is referred to as the productivity trap. So how was it possible to accumulate the substantial wealth that we have reached on this planet and which up until a few decades ago would have been unimaginable? So how did we reach this level? There are some answers to this, different narratives even, which can be found in different branches of sciences, natural sciences, social sciences. So there were several industrial revolutions which have freed society from different levels of need. So the transformation from material into goods was only possible initially by manual labor. And when all the manual labor was taken up, then this was the limit. The first level was the steam engine, which was powering manufacturing and agricultural production. And this was a way to free up production from the need for manual labor. And this released forces which were way beyond the energy limits of a human body, human person. So the production was put increased dramatically. This was continued in the second industrial revolution, so electrification, another increase of productivity, and then the automation by means of microelectronics. We can now see a fourth industrial revolution happening, Industry 4.0, which is based on which is based on digitizing everything that is somehow connected with any
terms of industrial production. All of this led to substantial increases in labor productivity, so you don't need need less and less input units to produce the output. This has a lot of effects. So we became immensely wealthy. Of course, by this I mean we without the global south. In the north, there's an amazing speed, but also in the south, this model is being copied. So, spielt sich ab eben zwischen technischen, ökonomischen, ökologischen und schließlich auch sozialen Belangen. Genau dieselbe Technologieentwicklung, die uns so reich hat werden lassen, bedingt ja auch mit weniger Arbeitskraft in der Lage zu sein, ein bestimmtes Output-Niveau zu erreichen. Und dies, das hat schon Karl Marx sehr trefflich beschrieben, kann dann eben auch zu sozialen Krisen führen, weil wir dann eben aus der Arbeitslosigkeit. So Karl Marx has already described this because we might see mass unemployment if the productivity increases like this. But in all industrial countries, the economic growth does not lead to a social crisis. So for instance, in Volkswagen, there's a new generation being introduced in robotics. Und dann die Gefahr besteht, dass man die Hälfte der Belegschaft freisetzen muss, dann müsste schlicht. We don't need robotics anymore to increase our production. But we have the problem that with this strong increase, we have the problem that not everyone is employed anymore. And with the enormous jump in productivity, this is a once-in-an-event never seen before. And now when artificial intelligence is coming up and with the Internet of Things, with 3D printing, and big data in the information industry, for instance, also in the financial economy, or with increasing amount of sensors in the production. Also, digital. If you now ask the question, what's about how is productivity and economy coupled, then it's the question on how much work do we need to produce a certain amount of products. And so this comes along with a certain amount of employees, workers. If we have a sufficient growth with a sufficient growth, then we have two positive points, which is a higher income niveau and a higher amount of available products. Because so, which means that people who can actually buy things that are coming with the increasing amount of progress. But if you have a not sufficient growth, then you will end up with social crises. I would remember you that Karl Marx already wrote a lot about it. This, in a mathematical way, we can describe this if we compare two quantities, which is the productivity and the growth of the economy. So we need a minimal growth, which is happening at the same time where you have certain progress in productivity. So this is dependent on the limiting factors of growth. And if you
look on the history of the four industrial revolutions so far, then we see that the sufficient growth that is needed to keep employment and social problems low. So we see that the sufficient growth is getting bigger and bigger with increasing amount of technology available. And you see here that I try to communicate with you with industry 4.0 that will need a really, really big growth to compensate for the increase in productivity. But if you look at the at the possible growth rate, which is the retrospective to the third industrial revolution, this is, you see that in my hypothesis, over the first three industrial revolutions, we got it with the crowbar to achieve the growth we needed. We done this by depleting the resources over of the planet. We saw even in Germany that we have in the beginning of the third industrial revolution, we had even a shortage of workers, which was the time when we invited people from other countries to work here. For instance, the Turkish and the Greek. But now, never ever before, Europe was that wealthy when as now, but has that much pressure to grow further. But this means that we have a really big problem in the social realm. So, but if you think about the limits on growth, like climate change, depletion of resources, I don't have to tell you about that, then we can't close this this gap between sufficient and possible growth. Or is this still possible? To compensate the digital progress. So there's the second layer of growth criticism. Would it be possible to reach the best of all worlds, where we have a nice and pleasant world with a lot of growth, and same at the same time a green economy with wealth for everyone? This is a comic from Medium of France. It's the paper from the Growth Critics Society in France. And actually, it is made by the authors of Charlie Hebdo. But now, not that funny, what is green growth looking like? In principle, there are two technology tricks. And what I'm doing here is that I'm applying this logic just to climate change, because the time here is not enough for more. So, green growth would mean that we use less resources and energy for the same amount of production. And the second thing is that we have the ecological consistency, that is not just reducing energy usage, but also optimize for sustainable energy forms, which reducing CO2 emissions, carbon emissions. And this is the thing about renewable energies. This is the paradigm of German energy change, which is a strategy of increasing usage of renewable energies, so that we have less emissions per unit of production. And on the right side, you see that
this graph, and you see that still there is growth. We try that CO2 emissions is not growing as fast as productivity, but we need to change this so that CO2 emissions are actually falling. We would need to get down to 1 ton CO2 per person in Germany. And this is something that the German government has to work about. But the problem is to reduce emissions by a factor of 12. So we have this will not happen on four layers. So the problems are actually not just the media and politics, but also universities, which I call churches of progress. And I call it ecological hide-and-seek game, because the great ability of Homo sapiens is not just that we want to cover our needs, but also we want to have a social just society, but to do so right now we have to live with cognitive dissonances. What can we do to minimize this cognitive dissonancy? We need to So we can try this by consumer decisions, such as buying fair trade coffee and so on, but of course there are limits to this. This ecological hide and seek game is a stabilization. And we have certain rebound effect when the technological solutions are, we have rebound effects based on income, we have more efficiency, so for instance technologies with higher energy efficiency, which saves us money, and this money can then be invested again for some dirty types of consumerism. This is not necessarily partly the case. A different rebound effect is the material rebound effect, which means up until today, it has never been the case that a technology was invented which managed to remove an ecological damage without relocating this ecological damage in time or space, for instance, wind energies. So the ecological problem is just moved into a different state, so to speak, or a different point in time. That does not mean that solar energy and wind are bad, but it means that it doesn't solve the problem of growth. The fourth level, I would like to talk about the inability of politicians to act. And it's necessary to mention the failures of politicians. So this is the work of wonder of the German Energy Transition Plan. Germany has been referred to as a brilliant example for green transformation and green energy support, despite having a high level of standard of living. And the way this is done is by increasing the level of renewable energy sources, and especially when we talk about wind energy, this has been done as an extreme level. Also with regards to solar energy, a lot of landscapes have been destroyed in that case,
Primärenergiemenge, die verbrauchen gerade mal 15% regenerativ sind. But only 15% of the energy is are renewables in Germany at the moment. And half of that is bioenergy, and which increases the level of CO2 emissions. So bioenergy, biomass does not decrease CO2 emissions. Wind and solar have a much smaller share. The end energy consumption compared to primary energy, this includes the conversion loss. What we can see here is not really giving us much hope. So it stagnates on a very high level and with a very low proportion of renewable energy. So compared to other European countries, Germany is doing really, really badly. All countries that are doing worse than Germany or these countries have no ambitions to even try to be greener. And Germany is way below the European average. And what's the reason for that? These countries are saving more energy. Maybe they are not following the same dogma of growth as the German government. So the net electricity production in Germany is even rising. And what's the reason for that? The reason for that is electricity, digitalization. So here's examples on this with watching to the macroeconomic height of CO2 emissions. So first, the most energy intensive parts of economy are increasingly moved to China and other countries. So this is making Germany look better in regards on ecological progress. But what we also see is that Germany hasn't made any progress on this path. Also, there's the Honecker effect, which braid Lehman Brothers effect have contributed the same, because it's the best climate is the best way in decreasing the carbon emissions, because it was slowing down economy. But even more important is the fourth effect, the legendary EEG law in Germany, which said that you get a lot of money for producing green energy. But then when I open a few of these wind parks, hopefully not in the middle mountains in Germany, in the middle of Germany, then you would have great progress if you could shut down coal plants. But this wouldn't work right now, because the capacities are far, far away from the amount we would need so that we could replace coal. But even if we had the following problem, because there is an even more important framework for sustainable development regards on climate change, because every company who is running a coal plant has to buy CO2 certificates. If they have too much of this certificate, then can sell this certificates. But if in Germany a coal plant is shut down, then these certificates aren't burned in the chimney,
But there will be someone in Europe where a power plant will buy this these certificates. So, but if you can't sell them, then the price is going down and down. So, what we actually do is we allow the most inefficient coal plants to run further because we're reducing the price of certificates. So in the end, this is a zero balance game. So actually, in Germany, we can't see in any way if we made progress with regards on climate change. And if you view the international emissions of CO2, then we have definitely a development that we just move emissions out of Europe instead of reducing them here for the whole world. So then there are a few more dogmas where our wealth is coming from. There are four industrial revolutions which were most important for that, but they go along with technologizing production, which also means that you rip apart all the ways, all the things in production. And these are you moving around on the planet with globalization, so that we have a global production place. So actually production is moving to places where there are no workers' unions or where they are in jail. And by this we can reduce costs per productions. And in the end everyone can buy a Samsung Galaxy, but this way of production has the structure of a card house of cards, because we have an ever increasing height of social possible fall, and we might have a point where we have a collapse of this system, and we see this crisis coming, like the Corona crisis, the Euro crisis, financial crisis, and peak oil in the early zeros of the 2000s. And with this, we reduce the ability to produce our own resources. So we have a conflict in goals between the reduction of costs for production, which at one side gives us more growth, but at the same time we lose our ability to sufficiently live on our own produces on our own production, which brings us into a problem. And we should ask if it's better to have something right now or running after another. So the question is there really a way to supply things we need on our own? So it's a throwback to a principal question before the Industrial Revolution. What's the price for globalization, so that we can use the progress? And this question of growth lässt uns natürlich auch einen ganz neuen Diskurs in Augenschein nehmen, der da überschrieben ist mit Resilienz. So the Corona crisis lets us lead to a new discourse, which is titled Resilience. So is the bird in the hand better than or worth more than two in the bush? There are a few authors here.
which I'd like to mention here. And these have said that resilient systems are local, small, multifarious, are characterized by a lower distance between producer and consumer, by lower complexity, and possibly more democratic, which can be designed in a more autonomous way. And degrowth is the industrialization is a prerequisite for this. And it means that we can't maintain the same level of wealth. And this now leads us on to a suggested solution, which I call post-growth economy. And which looks like this from a macroeconomic perspective. So when you think about four industrial revolutions going along with an exponential growth in production, but which have also shown us the limits of growth, and technology, like I said before, does not help us here. So that means we need to reduce the capacities of production and the number of goods so that we can adhere to those limits. So, this is an overview of post-growth economic, which I'd like to establish as a subfield of economy based on these three pillars: the critique of growth, the requirements for growth, and the third one, the post-growth economy. Post-growth economy is dealing with the question of what are supply systems which are managed in a democratic and liberal, peaceful manner for post-growth economy. So these different patterns of supply, I would like to briefly mention here. They can be separate or extended to the two sides of the market, supply and demand. So on the supply side, there's a lot of knowledge, a huge body of knowledge in multiple disciplines, from research, what the connection is between well-being and availability of mobility, production, consumerism, and so on. What we can see here is very roughly that no consumption is not a solution either. This is clear. But same as in the medical field, it's a matter of the doses. We can now see a level of saturation in our consumer societies, and over-consumerism leads to negative effects like attention deficits, stress, and so on. So the vast majority of populations in industrialized societies has the opportunity to reduce stress Aufnahmekapazität und auch die nicht vermehrbaren Psychen bei auf ein bestimmtes reducing the level of consumerism, by reducing this level, instead of drowning in a world of multi-optionality, which is actually the current state that we are witnessing. There's a small book which I wrote, All You Need Is Less. This is Buddhist and economic analysis of a turn around. So, on the demand side, supply side, this is based on three
production systems. These three production systems are currently well known. So we have the capital intensive, globalized, industrialized supply chains, which I've described today, which have led to great wealth, but also led us to an ecological disaster where the technological development doesn't help us. So this part of the economy needs to be reduced, not to zero, of course, but to maybe approximately 50%, and not immediately, but long term, in an ordered manner. The other two production systems, the less complex and more regionalized supply chains with the lower distance between consumer and supplier, and the highly localized subsistence economy, these two need to be expanded. If we look at this transformation based on social justice and stability, that means we have a problem, because we won't have more full employment anymore if we reduce the industry by 50%. And how can we compensate this? By reducing working hours. For example, let's assume a 20-hour work week would be established and would be accepted in society, that we would have full employment even when the industrial production is reduced by 50%. And then we would have 20 hours that remain, which we can see as a resource, and this can then be spent in the subsistence economy. So that means we have a cultural change, and we would turn consumers into prosumers. Sind gut gebildet, arbeiten aber nur noch im Lebenszeitdurchschnitt, und das ist wirklich nur ein ganz grober Richtwert und nicht irgend so eine. So, what's a prosumer? A prosumer would just work for 20 hours, but would use the other 20 hours to learn own ways of productions for himself, and to learn ways in way he could support the society. And we would build a side economy where we would as a community work together, repair things, and therefore increase our health and self-empowerment. And here is actually results from psychology, that actually the ways we work right now is making us sick, because we are not connected to our work anymore. And that ways of production, as I suggested here, is the way we would make ourselves more resilient. Not that misunderstood. Yes, we have an industry. Yes, we are well educated. But I think we should have another part of it where we have time for our own and time for others, and thereby have a self-sustaining, self-supplying economy. For instance, with our neighbors, we could buy a washing machine or a car, a vacuum cleaner, or even a workshop. So in the first thing you think, yeah, this is the growth critic who is who's suggesting to save the planet, but no, I'm suggesting that to save yourself. For instance, if you have the possibility to work in solidary agriculture, then you can produce food on your own. And if you then, in addition to this, increase the or double the time you use a product, for instance, for upgrading, repairing and stuff, then we'll save money. This wouldn't hurt us, but it would enable us to live in a world with less money, but at the same quality of life.
Krisenresilienz und vor allem auch and we would have a kind of yeah, we will have the 21st century in our own hands. And with this, I would end my my talk and hope that we can get into contact with each other in a discussion. Vielen Dank für den tollen Vortrag, Nico Pech. Dankeschön. Wir machen jetzt noch ein Q&A. Das machen wir per Jitsi. Sorry, dass das heute Mittag nicht direkt geklappt hat, aber das ist alles kein Problem, weil wir haben die Fragen gesammelt und werden die jetzt stellen. Hallo Nico, schön, dass du da bist. Hallo, nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. So, dann steigen wir auch direkt ein. Die erste Frage ist, was siehst du denn als Wege in eine Postwachstumsökonomie und wie könnten diese global beschritten werden? Zunächst einmal ist es so, dass die globale Ebene überhaupt erst verändert werden kann, wenn es irgendwo auf diesem Planeten einen Staat gibt, der erstmal als Beispiel vorlebt und vorführt, wie eine Postwachstumsökonomie funktioniert. Das heißt, wir werden nicht top-down von irgendeiner Weltregierung ausgehend oder auf Basis internationaler Vereinbarungen zu der Lösung kommen, dass sich jetzt plötzlich alle mit einer Postwachstumsökonomie einverstanden erklären, obwohl das der einzige Weg ist, die ökologische Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation zu wahren. Nein, es wird so sein, dass der Wandel in Richtung Postwachstumsökonomie genauso verläuft, wie jeder andere Wandel bisher auch verlaufen ist. Es wird Nischen geben, es wird Avantgardisten geben und es wird irgendwann ein Land geben, vielleicht ja Deutschland, das wäre mein Wunsch, das tatsächlich ernst macht mit der Umsetzung eines solchen Konzeptes. Und genau dann und nur dann werden sich die Menschen anderswo, etwa in Afrika, Asien, Lateinamerika, werden sich damit vielleicht anfreunden können, weil sie dann sinnlich erfahren können und nicht nur theoretisch, dass es kein Gang nach Canossa oder in die Höhle oder ins Mittelalter ist, eine ökologisch verantwortbare Daseinsform tatsächlich auch zu praktizieren. Okay, danke dir. Wie spielen denn psychologische Faktoren deiner Meinung nach eine Rolle, also auch zum Thema kognitive Dissonanz? Ja, die Psychologie spielt in der wachstumskritischen Nachhaltigkeitsforschung natürlich an zwei Stellen eine prominente Rolle. Zunächst einmal, wenn wir das Misslingen aller bisherigen Versuche, eine nachhaltige Entwicklung zu initiieren, mal Revue passieren lassen, dann stellen wir fest, dass das Phänomen der kognitiven Dissonanz hier maßgeblich ist. Das heißt, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ein unglaublich prägnantes Phänomen, das, ich würde mal sagen, gefühlt seit 30 Jahren feststellbar ist, nämlich, dass wir jedes Jahr neue Rekorde aufstellen, was die Verbreitung, die Nutzung und auch das Anpreisen nachhaltiger Lösungen anbelangt. Alles, was irgendwie mit nachhaltiger Entwicklung, Klimaschutz oder dergleichen zu tun hat, erreicht also ständig neue Höchstmarken. Gleichzeitig erreichen auch die pro Kopf in Anspruch genommenen ökologischen Ressourcen immer weiter einen neuen Rekord. Das heißt so viel wie, dass der Mensch als ein Wesen, das nicht alle naturgegebenen Charakteristika überwinden kann, nicht nur Grundbedürfnisse hat, die man als anthropologische Konstanten bezeichnen muss, sondern dass der Homo sapiens offensichtlich auch nach psychischer Stabilität strebt. Das heißt so viel wie, dass je gebildeter ein Mensch ist, und je ausgeprägter sein Umweltbewusstsein ist, desto stärker ist die kognitive Dissonanz, wenn er ein Flugzeug besteigt oder jedes Vierteljahr ein neues Smartphone kauft. Und um nun tatsächlich ein psychisches Gleichgewicht wiederherzustellen, kauft derselbe Mensch eben Demeter Brühewürfel oder eben Unterwäsche von Hess Natur oder trinkt nur ökofairen Latte Macchiato. Auf diese Weise wächst beides um die Wette, einmal das Zerstörerische und das nur etwas weniger Zerstörerische. An der zweiten Stelle, wo die Psychologie eine Rolle spielt, da geht es einfach um Nachhaltigkeitskommunikation. Wir stehen immer vor der Frage, wie können Menschen motiviert werden, abzulassen von einer ökosuizidalen Lebensführung? Was motiviert sie? Und hier haben wir natürlich in der kognitiven Psychologie und auch sonst in der Umweltpsychologie unglaublich gute Hilfestellung. Auch aus der Psychologie wissen wir,
dass die Intention eines Menschen nicht im stillen Kämmerlein entsteht oder alleine Folge von Vererbung oder von anderen prägenden Merkmalen ist, die unabänderlich sind. Nein, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, der Mensch lernt aus seiner Umgebung. Und das ist psychologisch natürlich sehr relevant, wohl aber auch kulturwissenschaftlich. Deswegen bin ich immer ein großer Freund, wenn sich also der Zusammenarbeit mit Umweltpsychologen. Okay, danke. Wenn Politik und Wirtschaft uns keine Lösung bieten, wie kommen wir denn zu einer Lösung oder zu einer Revolution? Wie erreichen wir rechtzeitig die breite Masse der Bevölkerung? Also zunächst einmal, ich würde nicht sagen, dass die Wirtschaft keine Lösung bietet. Ich kritisiere das Wachstum, aber nicht irgendeine Wirtschaft. Alles, was mit der Produktion und der Nutzung und Verteilung von knappen Gütern zu tun hat, ist irgendeine Form der Wirtschaft. Was ich selber vorstelle unter dem Begriffsmantel Postwachstumsökonomie ist auch eine Wirtschaft. Also natürlich gibt es wirtschaftliche Lösungen, sonst wäre ich nicht Ökonom geworden. Und auch die Politik könnte irgendwann handlungsfähig werden. Aber beides, die Wirtschaft und die Politik, können nur eine Transformation in Richtung Postwachstumsökonomie vollziehen, wenn sich autonom in der Zivilgesellschaft ein Plural an verschiedenen Bewegungen bildet, die nicht einfach nur labern und kritisieren und fordern und die Welt scheiße finden, sondern die anfangen, tatsächlich durch vorgelebte Beispiele, übrigens auch auf unternehmerischer Ebene und natürlich in Netzwerken, in neuen Institutionen, in neuen Projekten, in neuen Reallaboren oder auch avantgardistischen Zirkeln, in Peergroups, in neuen Nachbarschaften und so weiter, die anfangen, das vorzuleben, von dem sich nach bestem Wissen und Gewissen sagen lässt, wenn der Rest der Welt dies auch täte, dann würden wir würdig, demokratisch, frei, selbstbestimmt und ökologisch verantwortbar leben. Nur über die horizontale Verbreitung und soziale Interaktion des Neuen können wir eine kritische Masse erreichen, die auch von den Medien, von anderen Institutionen wahrgenommen wird. Und erst dann kann die Politik reagieren, und zwar in einer Demokratie. In China kann sie eher reagieren, weil sie eben autoritär regiert, so wollte ich das sagen. Aber ich bin ja überzeugter Demokrat, und das heißt, dass eine gewählte Regierung niemals etwas anderes sein kann als ein perfekter Spiegel der Lebensrealität der Wählermehrheit. Und wer etwas anderes will, muss mir dann erklären, was sein oder ihr Demokratieverständnis ist. Das heißt, ich kann nicht die Politik von hier aus verändern. Ich muss die Gesellschaft als solche verändern, damit die Politik tatsächlich den Mut aufbringen kann, ohne abgestraft zu werden, tatsächlich dann auch Rahmenbedingungen für eine Wirtschaft ohne Wachstum zu etablieren. Ja, darauf aufbauend, wie könnten denn politische Szenarien in Richtung Postwachstum aussehen? Also wie gesagt, jede Politik, die noch verhelfen kann dazu, dass wir ökologisch überleben, kann nur eine Politik der Restriktion sein. Eine Politik der Verminderung unserer Ansprüche. Das sagt man nicht gern in der Öffentlichkeit, aber ich habe ja in dieser Hinsicht auch nichts mehr zu verlieren. Deswegen glaube ich, dass wenigstens einige das sagen müssen. Das heißt also, bevor die Politik das tun kann, muss die Bevölkerung zumindest in Teilen das schon eingeübt haben. Denn niemand ist so schizophren, da sind wir übrigens wieder bei der Psychologie, eine Politik zu wählen, die einen dazu zwingt, das zu tun, was Mann oder Frau freiwillig nicht zu tun gedenkt. Okay, aber wenn tatsächlich solche Mehrheiten da wären, ist es ganz einfach. Jeder Mensch hätte am 1.1. eines neuen Jahres ein bestimmtes Budget, zum Beispiel an CO2-Emissionen, die er oder sie noch freisetzen dürfte, an Abfall, an Flächenbeanspruchung und so weiter. Mit diesem Budget muss gewirtschaftet werden. Was die Politik auch tun kann, ist, sie muss unbedingt es den öffentlichen und privaten Unternehmen leichter machen, Arbeitszeit zu verkürzen. Denn wir können soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Stabilität, am Ende auch die Demokratie, nur bewahren, wenn der Rückbau der Wirtschaft einhergeht mit Verteilungsgerechtigkeit. Und das vollzieht sich am ehesten auf der Ebene der Verteilung der knapper gewordenen Arbeitszeit, wenn die Wirtschaft kleiner wird. Drittens muss die Politik das Bildungssystem umgestalten. Universitäten müssen geschlossen und teilweise zurückgebaut werden. Wir haben einen viel zu großen Hochschulbereich, der aus Menschen Konsumenten und Weltreisende macht. Wir brauchen eine Bildung, die Menschen dazu befähigt, wieder handwerklich, manuell, substanziell zu arbeiten. Und natürlich brauchen wir auch Universitäten, aber nicht so viele wie jetzt. Das heißt,
Der Bildungsbereich muss Menschen dazu befähigen, auch deindustrialisiert und deglobalisiert mit weniger Technologie in die Lage zu kommen, also eben auch sich zu versorgen. Ja, super, danke. Sorry, ich hatte hier kurz technisch Schwierigkeiten. Und ihr müsst, gucken, dass ihr den richtigen gibt es denn zu dem erwischt, Thema ne? Detaillierte Vorlesungen online von dir? Ja, probiere ich jetzt mal aus. Genau, das sollte auch. Es gibt von mir natürlich eine Menge Vorlesungen. Aber, und die sind natürlich jetzt während der Corona-Pandemie logischerweise online, aber die sind jetzt nicht öffentlich, weil sonst natürlich alle, die sich bei uns einschreiben, fragen, warum sie sich denn einschreiben, wenn alles, was an den Universitäten läuft, öffentlich ist. Aber weißt du, ich bin nicht jemand, der da so eine Art Wächterfunktion hat. Also wer einfach in eine Veranstaltung von mir kommt, wird nicht gefragt, wer er ist, wie er heißt und welche Berechtigung er oder sie hat. Ich habe das erlebt in der Präsenzzeit, in der Prä-Corona-Zeit, dass plötzlich Leute in Vorlesungen kamen und sich da verstohlen irgendwo hinsetzen aus Neugierde. Und die waren herzlich willkommen, diese Leute. Aber ich meine, ich kann hier und da mal einen Vortrag beisteuern, der sicherlich auch Inhalte aus Vorlesungen mit aufgreift im Kontext von Postwachstumsökonomik. Okay, wir haben jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit. Ich würde aber gerne noch die Frage stellen, also die Klimakrise ist ja auch eine soziale Krise und den Wachstumszwang gesamtgesellschaftlich aufzugeben scheint unumgänglich zu sein. Aber wie kann dabei noch ein gutes Leben für alle gewährleistet werden? Also gibt es das Stichwort Umverteilung zum Beispiel? Also jede Art von Gerechtigkeit, die sich als Konzeption nicht in unheilbare Widersprüche verwickeln will, muss eine globale Gerechtigkeit sein. Und Gerechtigkeit heißt, die knappsten Güter, also jene, von denen unsere Existenz abhängt, zuvorderst global gerecht zu verteilen. Und das heißt eben, dass der Verteilungsschlüssel des 21. Jahrhunderts sich nicht festmachen lässt an der Einkommens- oder Vermögenssteuer, obwohl ich für ein ganz anderes und viel gerechteres Einkommens- und Vermögenssteuerrecht bin. Das ist gar keine Frage. Aber es geht um die Verteilung der ökologischen Ressourcen. Wer darf sich noch mit welchem Recht wie viel an materiellen Freiheiten nehmen, wohl wissend, dass es keine materielle Freiheit ohne ökologischen Verschleiß oder ohne ökologischen Schaden gibt? Bezogen auf das wichtigste ökologische Problem diskutieren wir doch nun seit 30 Jahren darüber. Und das ist der Klimawandel. Und es ist vollkommen klar, wollen wir überleben, wollen wir das 1,5 und 2 Grad Klimaschutzziel erreichen, dann gibt es gemessen an einem bestimmten Planungshorizont, nehmen wir mal das Jahr 2050 als Ende dieses ersten Planungshorizonts, dann gibt es ein bestimmtes irdisches Budget an CO2-Äquivalenten, die wir noch freisetzen dürfen, ohne eben diese ökologische Reißleine zu kappen. Und wenn wir dann dieses Budget auf all derzeit lebenden 7,7 Milliarden Menschen egalitär, also gerecht verteilen, dann hat jeder Mensch von uns noch ungefähr eine Tonne an CO2-Äquivalenten. Damit sparsam umzugehen, heißt nicht in der Hölle zu leben, sondern heißt dekadenten Luxus links liegen zu lassen und sich mehr zu konzentrieren auf die basalen Grundbedürfnisse und ein Augenmerk zu legen auf das, was ich in meiner letzten Buchpublikation als den kleinen Luxus bezeichnet habe. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben, die wahnsinnig Spaß machen, die überflüssig sind, die man nicht begründen kann, die man trotzdem gerne tut, die aber überhaupt keinen ökologischen Rucksack haben, der nennenswert ist. Warum also richten wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf diese Dinge? Könntest du da mal zwei, drei Beispiele nennen, gerne? Ja, zum Beispiel das, was ich heute Abend wieder nicht tun kann, aber bald wieder tun werde, nämlich Wirtshäuser zu besuchen, auf Konzerte zu gehen. Natürlich solche, wo ich nicht hinfliegen muss. Ich lebe in einem Land, ich lebe in Mitteleuropa, ich kann ohne Flugzeug die geilsten Bands erleben. Ja, ich kann selber Musik machen, ich spiele zwei Bands. Ich kann im Garten arbeiten, ich kann spazieren gehen. Ich kann mit meinen Freunden, mit meiner Peergroup die wildesten Geschichten veranstalten. Ich kann basteln, ich kann lesen, ich kann auch Musik hören, alles Mögliche. Es gibt tausend verschiedene Varianten eines kleinen Luxus, der einen so geringen ökologischen Rucksack hat, dass ich also quasi in einem Wohlstand schwelge, der mir gut tut und der der Ökosphäre auch keinen Schaden zufügt. Ja, danke dir. Wie ist es denn, wenn jetzt nur Deutschland diese Vorschläge umsetzen kann? Was passiert denn dann mit dem Rest der Welt? Wir haben jetzt da passiert eine ganze Menge. Deutschland ist eine kulturelle Kolonialmacht. Das hasse ich, weil ich was gegen Kolonialismus habe. Aber da es so ist, frage ich mich, wenn wir das, was wir derzeit
durch unsere kulturelle Hegemonie in die Köpfe und in die Orientierung und Erwartungshorizonte anderer Menschen implementieren sozusagen, ja, wenn wir das verändern, indem wir das Land sind auf diesem Planeten, das sagt, wir machen mal den ersten Schritt. Wir versuchen mal vorzuführen, wie es ist, so zu leben, dass wenn alle so leben, dass wir dann die ökologischen Grenzen einhalten können. Das hätte einen total großen Effekt. Ich kann die Menschen in Afrika, die mir sehr am Herzen liegen, die kann ich nur dann dazu bringen, unsere Fehler zu vermeiden, wenn wir als Erste diese Fehler erkennen und uns davon verabschieden. Wir tun aber genau das Gegenteil. In Deutschland wird jedes Jahr in allen Bereichen ein neuer Rekord erzielt, was ökologische Zerstörung anbelangt. Leider auch im Klimabereich. Und so können wir keine Politik machen, so können wir auch niemanden auf diesem Planeten anstiften oder inspirieren, endlich ökologische Verantwortung anzunehmen. Das, was ich nicht vor der eigenen Haustür hinbekomme, das kann ich auch nicht auf anderem Wege Menschen auf anderen Kontinenten nahelegen. Ja. Etwas mehr Glaubwürdigkeit und etwas weniger Heuchelei in der Politik, in der Nachhaltigkeitskommunikation, ja sogar in der Wissenschaft täte uns also gut. Ja, super. Das ist ja ein großartiges Abschlusswort. Vielen Dank dir für die Beantwortung der Fragen, für den tollen Vortrag und mach's gut. Dankeschön. Ich danke euch vielmals.